Alle schauen sich Filme an und jeder hat einen oder mehrere Lieblingsschauspieler. In diesem Video geht es um die zeitgenössischen männlichen Schauspieler aus Deutschland, die im heutigen Russland besonders beliebt sind. Til Schweiger. Til Schweiger, Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. In Russland, insbesondere für die Filme Knocking on Heaven's Door, Inglourious Basterds, Kein Ohr Hasen und Barfuß bekannt. Til Schweiger wurde 1963 bei Gießen geboren. Er hatte eigentlich ursprünglich vor, in die Fußstapfen seiner Eltern, die beide den Lehrberuf ausübten, zu treten und begann ein Germanistikstudium, wechselte jedoch nach 4 Semestern zur medizinischen Fakultät. Dieses Studium brach er auch ab. 1986 begann Schweiger eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule des Kölner Theaters, die er diesmal erfolgreich abschloss. Seine Karriere begann mit einer Rolle in der Fernsehserie Lindenstraße. Seinen deutschlandweiten Durchbruch hatte Til Schweiger mit der in Russland der Allgemeinheit weitgehend und bekannten Komödie Der bewegte Mann. Internationale Bekanntheit erlangte er durch den Film Knocking on Heaven's Door, für den er unter zahlreichen anderen Auszeichnungen 1997 den Preis des Internationalen Filmfestivals Moskau als bester Darsteller erhielt. Daniel Brühl. Daniel Brühl ist ein Schauspieler deutsch-spanischer Herkunft. Er wurde 1978 als Sohn des deutschen Regisseurs Hanno Brühl und einer spanischen Lehrerin geboren. Seine Karriere begann bereits im Kindesalter beim Westdeutschen Rundfunk, wo er bei Hörspielen mitwirkte. Später folgten Engagements als Schauspieler in Fernsehproduktionen. Im Jahr 2003 wurde Brühl mit seiner Rolle des 21-jährigen Alex in einer Komödie über die deutsch-deutsche Wende 1989 Goodbye Lenin schlagartig europaweit bekannt. Für diese Rolle wurde er vielfach sowohl beim Deutschen als auch beim Europäischen Filmpreis als bester Darsteller ausgezeichnet. Der Durchbruch in Hollywood gelang ihm mit dem zweiten Teil der Actionreihe Das Bourne Ultimatum und Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Internationale Bekanntheit erlangte er in seinen Rollen als Niki Lauda in dem britisch-deutschen Spielfilm Rush, in dem er in die Rolle des Formel-1-Rennfahrers schlüpfte, sowie als Bösewicht Baron Zemo im Marvel-Film Captain America Civil War. 2015 spielte Brühl im historischen Thriller Colonia Dignidad über die berüchtigte gleichnamige Sekte in Chile. Der Film wurde umgehend zu einem großen Erfolg. Momentan gehört Brühl zu den meistbeschäftigten deutschen Schauspielern. Gideon Burkhardt. In Russland ist er in erster Linie aus der Krimiserie Kommissar Rex bekannt, in der er mehrere Jahre die Hauptrolle des Polizisten mit einem cleveren Schäferhund an der Seite innehatte. Die Serie wird in über 150 Länder exportiert und gilt als eine der erfolgreichsten Krimiserien aller Zeiten. Übrigens, wie die oben erwähnten Schauspieler, hatte auch Gideon Burkhardt eine Nebenrolle im Thriller Inglourious Basterds. Burkhardt stammt aus einer Schauspielerfamilie. Die meisten seiner Schuljahre verbrachte Burkhardt auf englischen und amerikanischen Privatschulen. Mit 16 ging er von der Highschool ab und besuchte Ballett- und Musikalschulen, nahm Schauspielunterricht.
Die Rolle des Prinzen im Märchenfilm Dornröschen brachte ihm erste internationale Anerkennung. Obwohl Burkhardt in zahlreichen Filmen und Fernsehserien in Europa und in den USA mitwirkte, wird er in Russland sowie weltweit mit seiner Rolle als Alexander Brandner in Kommissar Rex identifiziert. Matthias Schweighöfer. Auch der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer, geboren 1981 in Anklam, Mecklenburg-Vorpommern, stammt aus einer Schauspielerfamilie. Bereits während seiner Schulzeit sammelt er erste Schauspielerfahrungen an einer Schulbühne und gibt 1997 sein Filmdebüt in Andreas Dresens Raus aus der Haut. Es folgen mehrere Fernsehrollen in Serien. Für seine Darstellung eines Schülers, der eine Affäre mit seiner Lehrerin hat, wird Schweighöfer mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises 2000 ausgezeichnet. Seinen Durchbruch als Schauspieler hat Schweighöfer im Jahr 2000 mit seiner Rolle in dem Film Die Freunde der Freunde von Dominik Graf, wofür er auch auf dem Münchner Filmfest 2001 einen TV Movie Award in Empfang nehmen darf. Bis 2005 hatte er schon in mehreren Filmen erfolgreich mitgewirkt und bekommt dann im selben Jahr als bester männlicher Nachwuchsschauspieler den Bayerischen Filmpreis verliehen. Der Erfolg hält seither weiterhin an, mit Filmen wie Fata Morgana, Der Architekt, Der Rote Baron, Operation Walküre oder dem Kinofilm Kein Ohrhasen, bei dem er von Til Schweiger gecastet wurde. 2009 steht er dann wieder mit Produzent und Schauspielerkollege Til Schweiger vor der Kamera, um die Fortsetzung von Kein Ohrhasen, nämlich Zwei Ohrküken, zu drehen. Neuerdings ist Schweighöfer nicht mehr nur noch Schauspieler, Regisseur und Produzent, sondern auch Musiker. Im März 2017 hat er sein erstes eigenes Album veröffentlicht. Moritz Bleibtreu, geboren 1971 in München, als Sohn eines in Deutschland berühmten Schauspielerpaars. Nach der 10. Klasse verließ Bleibtreu das Gymnasium. Er zog nach Paris, um dort als Au-pair-Junge zu arbeiten. Danach jobbte er als Kellner und Koch. Bleibtreu nahm im Anschluss an Schauspielkursen in Paris, Rom und New York teil. 3 Jahre später bekam er in Deutschland erste Engagements am Hamburger Schauspielhaus. Es folgten TV-Produktionen. Als Kleinganove Abdul in Til Schweigers Knockin' on Heaven's Door landete Bleibtreu im Jahr 1997 seinen endgültigen Durchbruch. Durch Filme wie Lola Rent und Knockin' on Heaven's Door wurde der Schauspieler zum Star des deutschen Kinos. Er spielte sich mit seinen Rollen in Komödien, Thrillern und Aktionfilmen an die Spitze der deutschen Filmlandschaft. Besondere Aufmerksamkeit wurde ihm durch seine Leistung in Elementarteilchen zuteil, für die er 2006 mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Die Filmografie von Moritz Bleibtreu umfasst über 50 Filme. In Russland ist er insbesondere für seine Rollen in Die dunkle Seite des Mondes, World War Z und Inside WikiLeaks Die fünfte Gewalt bekannt.